Diskuswurf Olympiasieger Robert Hartin hat das Siegerpodest bei seinem vorletzten Wettkampf um 58 cm verpasst. Der 33 Jahre alte Berliner, vor zwei Wochen bei der Heim-EM Sechster, wurde am Mittwochabend beim internationalen Leichtathletik-Meeting im polnischen Czorsu mit 62,94 Metern Vierter. Den Sieg sicherte sich Europameister Andrius Gutsius aus Litauen mit 66,15 Metern vor dem Polen Robert Urbanek 64,50 Meter und dem Esten Gerd Kanter 63,52 Meter. Robert Hartin beendet seine erfolgreiche Karriere als Leistungssportler am 2. September beim ISTF im Berliner Olympiastadion. Im Speerwerfen setzte sich der EM-Zweite Andreas Hofmann mit 83,81 Metern durch. Damit lag der Mannheimer knapp einen halben Meter vor dem zweitplatzierten Polen Marcin Krukowski 83,32. Über die 100 Meter der Männer gab es in Czorsu eine Weltjahresbestleistung. Der US-Amerikaner Ronnie Baker siegte in 9,87 Sekunden.